Was geht ab, Freunde? Janimon hier. Und ich bin hier heute mit dem Juri, genau. Willkommen. Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Jo, das hoffe ich auch. Und ja, Juri, was gibt's bei dir so Neues erstmal? Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen nicht mehr gesprochen. Ja, eine Woche war ich davon krank. 2 Wochen haben wir nicht gesprochen. Eine Woche war ich davon krank und ja, nicht recht viel Neues. Ja, ist immer noch alles am Machen und am Tun, am Coaching ausbauen. Aber eine krasse Neuigkeit ist, ich kämpfe wieder bei Ringlife. Das war ziemlich witzig. Das habe ich gesehen. Das war ziemlich witzig, weil der Ringlife hat vor ein paar Wochen hat er ein Video rausgehauen, dass er da jetzt für Turnier seine Teilnehmer sucht. Weil er möchte dann ein Turnier machen, wo er bis 80 Kilo Boxer antreten lässt. Und parallel will er dann noch hier und da noch mal ein paar Showkämpfe reinstreuseln. Und ich habe mir gedacht so, hey, ich möchte jetzt bald auf YouTube loslegen, ja, sobald meine Stimme wieder halbwegs in Ordnung ist. Also ich denke mal, morgen oder so habe ich mein erstes YouTube-Video raus. Und ich dachte mir, okay, wie generiere ich da, ich habe das erstmal businesstechnisch tatsächlich gedacht, ja, wie generiere ich da Reichweite und Views? Und dann dachte ich mir, okay, Ringlife, ja, über 400.000 Abonnenten, wenn ich da ein Bewerbungsvideo mache und parallel noch ein paar andere Videos hochlade, schauen immer wieder die Leute zu mir rüber. Dann habe ich direkt, ein paar Tage später, habe ich dann mein Bewerbungsvideo aufgenommen, einfach mal drauf losgesabbelt. Meine Chancen waren tatsächlich sogar gut, weil ich habe bei meinem ersten Kampf den Gegner gehabt, der auch mal bei Ringlife in seinem früheren Turnier, was er vor 3 Jahren veranstaltet hat, gewonnen hat. Sprich, ich habe einen Gewinner des Kampfes in seinem ehemaligen Turnier, habe ich bei meinem ersten Kampf geschlagen. Das habe ich halt auch erwähnt und so weiter und so fort. Und er hat sich dann auch mein Bewerbungsvideo direkt reingezogen. Ich habe da jetzt auch schon über 1000 Views, was ziemlich cool ist. Also für mich jetzt, fürs allererste Video, sage ich mal. Ne? Genau. Und er hat gesagt, ja, der braucht halt für mich jetzt nur noch einen passenden Gegner. Ja, ich habe das Ganze auf Instagram jetzt ein bisschen breit gedreht und habe gesagt, hier, guck mal, Ringlife und bla. Und das Witzige ist, eine Woche später bewirbt sich der Gegner, gegen den ich gewonnen habe, bei meinem ersten Kampf bewirbt er sich auch bei Ringlife. Hat sich ziemlich witzig beworben, auch so wie er nun mal ist. Der ist halt so ein, ja, der ist halt so ein lustiger, intelligenter, aber so ein richtig cooler Trash-Talker. Ne? Also, der hat mich da so auf intelligente, respektvolle, aber auch so stichelnde Art und Weise hat er mich herausgefordert und hat gesagt, so glaub mir, keiner hat mehr Bock auf den Kampf als ich. Und ja, und jetzt ist letzten Sonntag ist eben die Paarung bekannt gegeben worden, nachdem der Ringlife auch sein Bewerbungsvideo angeschaut hat. Das heißt, wir sind dann Mitte Juni, kämpfen wir beide, wir haben dann unser Rematch in Bernakel beim Ringlife-Turnier, was ziemlich krass ist, weil das werden 2000 Zuschauer sein und Ringlife, 400.000 Abonnenten, richtig geile Bühne und da möchte ich halt vor allem auch jetzt dann mit meinen YouTube-Videos loslegen, weil jetzt fangen dann die Pressekonferenzen an, jetzt werden dann auch bei Ringlife werden die Kämpfer vorgestellt, jeder wird persönlich vorgestellt, das heißt, es kommen Leute auf mich, die werden aufmerksam und das ist dann, glaube ich, auch mal cool zu sehen, dass da so ein Typ, der da jetzt einfach mal ja Knochen auf Knochen prallen lässt in einem Kampf und sich vor Gewalt jetzt nicht zurückschreckt, auch mal was Vernünftiges zu erzählen hat, ja, wenn man dann auf meinen YouTube-Channel klickt und denkt, ah, okay, was ist das, Top 5 der Frauen, Top 5 der Männer, bla 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 und so weiter, ja, der hat was Vernünftiges zu erzählen und da, wo ich sage, okay, kann ich bei den Menschen ein bisschen so ich sag mal, das, was sie von vornherein von mir ausgehen, ein bisschen umkehren und sie etwas Besseren belehren und dadurch auch polarisieren. Ich sag dir ehrlich, manchmal, wenn ich Leute jetzt höre, so, oh, die machen dieses YouTube-Collab, das Brusttraining mit dem und dem YouTuber, dann denke ich mir manchmal, warum sowas? Aber ich sag dir ehrlich, wer einen Bernackel-Kampf als Promo macht, der hat auf jeden Fall die Promo auch voll verdient, weil das muss um den Bernackel-Kampf kommt man halt auch nicht rum, ja. Und ja, Mann, und dann ist es ja auch eine geile Sache, wenn du da nochmal dem sogar ein Rematch erlaubst.
Was glaubst du denn, wenn man jetzt mal so in die Zukunft sehen würde, also wie gut sind deine Chancen, wenn du es jetzt prognostizieren wirst? Also hast du, sagst du, ja, der erste Kampf, der war halt wirklich, das war einfach mit purer Willenskraft quasi gewonnen, oder wart ihr technisch auf einem Level, oder sagst du, du hast jetzt krassere Sprünge gemacht, oder was würdest du jetzt sagen? Also auch im Vergleich du jetzt zu deinem jetzigen Ich, zu damals, upsala, hast du krasse Sprünge gemacht, oder ist es letztendlich immer noch dieselbe Strategie mit purer Willenskraft und Gewalt einfach durch die Wand? Also, es ist eine coole Frage, die du stellst. Wie soll ich sagen? Ich werde ihn, also ich habe so Bock auf den Kampf, das glaubst du nicht. Weil ich wollte das Rematch auch, weil er ist halt so ein Großmaul. Aber auch witzig, ich meine, wir schreiben uns auch auf Instagram, wir verstehen uns super mit ihm, ne? Super korrekter Typ, mit dem würde ich auch chillen, mit dem würde ich hier eine Shisha rauchen gehen, mit dem würde ich hier, weiß ich nicht, eindrehen, wie auch immer, der ist super korrekt. Ja. Auch E-Küche? Ja, 100%. Und ich sag's dir, ich werde ihn so verprügeln, als würde er mir Geld schulden. So. Ich habe so Bock auf den Kampf, und das ist, wo ich sag, da hat er ein Problem mit. Also da hat er ein gewaltiges Problem erschaffen, weil ich hatte noch nie so Bock auf diesen Kampf wie jetzt. Zum einen absolut geisteskranke Bühne, zum anderen ein Kampf gegen ihn, wo ich weiß, der Typ, der ist eine harte Nuss. Ich meine, ich habe auf den eingedroschen und der ist einfach nicht gefallen. Der ist ein sehr würdiger Gegner, wo ich mich gar nicht zurückhalten brauche, sondern ich kann auf den losgehen und ich weiß, der hält das aus. Ne? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, meine Chancen sind ziemlich gut, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm aussieht, aber er meinte, er hat pausiert. Seine beiden Hände waren auch nach dem ersten Kampf mit mir gebrochen. Er hat eine längere Zeit pausiert, während ich in der Zeit bei Gromda war. Ich war in Polen, sprich, ich habe schon mal gegen Profiboxer ohne Handschuhe gekämpft. Ich habe seine Schläge ausgehalten. Ich habe dadurch meinen Mutmuskel natürlich trainiert, weil nach Gromda erschreckt mich da gar nichts mehr. Und er ist natürlich derjenige, der mehr Druck hat. Ja, er muss jetzt gewinnen. Und ganz ehrlich, wenn ich verliere, dann ist mir das auch egal. Dann ist 1-1, wow. So. Ich will einfach rausgehen. Ich will einfach Spaß haben. So. Ich will eine Show machen. Ich will da die Menge zum Kochen bringen. Ich will einfach einen geilen Kampf. Ich will Brutalität. Ich will Blut. So, das ist das, was ich von dem Kampf erwarte. Wie der Ausgang sein wird, ist ungewiss, aber ich sag mal, meine Chancen sind besser, weil ich bin seitdem, also wenn man mich und den Juri beim ersten Kampf vergleicht, der Juri jetzt würde dem Juri bei seinem ersten Kampf, der wird ihn fressen. Also wirklich, der wird ihn fressen. Technisch gesehen, krafttechnisch. Technisch, ich, nicht nur technisch, ich bin schneller und meine Schlagkraft ist, ich habe jetzt ein paar Übungen gemacht die letzten Monate, meine Schlagkraft ist nochmal ein Tick besser geworden, beziehungsweise es sind jetzt richtig schwere Boxerschläge, Profiboxerschläge, und ich bin viel, viel schneller geworden. Und meine Variation ist da. Und beim ersten Kampf wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich bin einfach auf den draufmarschiert, so komm, bam. Jetzt habe ich Ringgefühl. Jetzt kann ich taktisch überlegen, Maid-Bewegungen. Ich meine, ich habe mein Kopfgefühl gar nicht bewegt im ersten Kampf. Deswegen sah der auch so aus. Und jetzt bei dem Rematch gucken wir mal. So strategisch ein bisschen auch nochmal draufgepackt dann. Ja, ja. Ich würd an seiner Stelle mich jetzt nicht boxen wollen, sagen wir es mal so. Geil, Mann, ja, das klingt doch nicht schlecht, ja. Dann nach diesem Thema lass uns gerne über die hermetischen spirituellen Gesetze reden. Das ist das Thema. Ja, bei mir ja, neues, cool. Dubai, muss ich sagen, ist echt. Es ist nicht so viel Neues, ja. Also es läuft einfach alles entspannt. Wir sind hier die Malls am Erkunden. Man hat hier ein paar Leute kennengelernt, wo man sagen kann, okay, krass, da habe ich jetzt echt nochmal viel gelernt. Also einer zum Beispiel aus dem Boxen, der führt mit zwei Partnern zu dritt ein 2-Millionen-Dollar-Business, und der ist da Projektmanager, und der hat mir jetzt alle Tools quasi gezeigt, die er nutzt, um einfach übersichtlich zu arbeiten, strukturiert zu arbeiten, E-Mail-Marketing, all solche Sachen. Und da sind wir uns gerade am Einarbeiten. Privat und persönlich oder wirklich charakterlich kann ich sagen, da sind wir, sowohl Hermann als auch ich, uns halt konstant wirklich nicht nur Sachen zu, also nicht dabei nur Sachen zu erfahren, sondern an diesen Sachen eben auch zu wachsen. So, das habe ich mir, ich würde sagen, das hat so
wann hat denn das gezielt angefangen? Vielleicht vor 3-4 Monaten. Und ich würde sagen, aus meiner Wahrnehmungssicht, also meine Wahrnehmung, meine Realität hat sich seitdem enorm verbessert. Und deswegen merke ich halt, wie viele Effekte das hat einfach. Also alles, wo man merkt, so, oh, da spüre ich gerade einen Widerstand, irgendwelche negativen Gefühle, zurückgehen, nicht unbedingt tot analysieren, aber mal raustreten und auch gucken, aber warum das so ist und dann eben auch diese Glaubenssätze, die einem da nicht gut tun, also negative Gefühle werden ja immer durch Glaubenssätze, die nicht im Einklang mit seinem inneren Ich, mit dem Lebensglück stehen, werden ausgelöst und die nach und nach einfach zu beseitigen, das ist eigentlich gerade so, das ist das tägliche To-Do, also das ist meine Priorität Nummer 1, weil was gibt's Wichtigeres im Leben, als einfach eine positive Wahrnehmung zu haben, wo man jedem Moment im Leben einfach nur 100% glücklich und im Einklang mit sich selber ist. Also es gibt nichts Wichtigeres, auch nicht die S-Klasse oder der Mercedes-Maybach oder sonst was, sondern es ist wirklich dieses einfach glücklich sein, positive Wahrnehmung haben und genau, da bin ich jetzt auch ein paar Bücher am Lesen, ein paar Routinen am neu implementieren, die Atemübungen und so weiter, was ich auch schon quasi auch in meinen Coachings immer predige. Und ja, das gibt es so Neues, ja, das kann man sagen. Wir haben noch eine lustige Erfahrung gemacht. Wir waren jetzt hier letztes Wochenende. Wir gehen ja mal in dieses Industriegebiet zum Friseur. Und dort wird in so einer Seitengasse, wenn man da ganz tief ein bisschen reingeht und dann links ist so eine schwarze Gasse, da stehen dann manche, da kann man sich das so vorstellen, da sitzen dann zusammengekauert immer so Dreiergruppen auf dem Boden, chillen dann dort so manche haben dann so eine Decke ausgebreitet, wo dann irgendein Krimskrams liegt, also irgendein Scheiß. Kautabak, manche verkaufen dort irgendwie Bohnen mit Hackfleisch, irgendwelche, also Nahrungsmittel, alles so. Und andere hatten da auch so einen Teppich ausgebreitet, so. Das waren 6 Nummern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und dann saßen da auch drei Leute drunter rum, die hatten so einen Becher mit 5 Würfeln. Oder waren es 6? Nee, es waren 5. Es waren 6 Würfel. 6 Würfeln. Und die würfeln immer. Und du kannst jetzt als Außenstehender immer Geld auf eine Zahl schmeißen. Mhm. Und wenn diese Zahl jetzt 2-mal gewürfelt wird, dann kriegst du dein Geld doppelt zurück. Bei 3-mal dreifach und bei 4-mal vierfach und so weiter. Und letztendlich ging es halt so ab, dass wir einfach da an sind, ein paar Mal gespielt haben. So, letztendlich habe ich 100 Euro gewonnen. Wir sind in die Stadt gefahren. Haben einen Grillteller gegessen, hatten noch einen geilen Abend, zwischendurch auch einen kleinen Shot Wodka getrunken, einen sehr kleinen und ja, und das war einfach chillig, ja, und das war halt ein geiles Wochenende und ja, und jetzt sind wir wieder am Start für Podcast, Goliath und alles, was dazu gehört. Du hast ja gerade gesagt, dass mit den Glaubenssätzen, ja, was war denn der letzte negative Glaubenssatz, der dir jetzt in den Sinn kommt, mit dem du dich konfrontiert hast? Wahrgenommen hast? Ja, das ist tatsächlich, also ich sag immer, also das muss ich für mich auf jeden Fall sagen, dass eine Beziehung zum anderen Geschlecht auf jeden Fall der härteste Spiegel für mich immer war. Also es waren also die, also das waren immer schon die, also es war ein krasser Spiegel, der manchmal ungewohnte Sachen ausgelöst hat. Sei es am Anfang, okay, Ansprechangst mäßig oder eine Hemmung, Kontakt aufzubauen. Momentan, wir haben noch mal vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, ist es wirklich Männlichkeit in seiner tiefsten Form einfach rauszulassen. Sei es zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel jemand, so sagen wir es mal so, vom Persönlichkeitstyp her und auch vom Charakter eher mitfühlend. Und wenn ich sehe, ich mache etwas und es tut jemandem nicht gut, dann frage ich mich, okay, wozu das jetzt machen überhaupt? Also ich spüre selber, dass das negativ einfach ist, diese Negativität. So, und ein Glaubenssatz war eben auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel beim Sex das Ganze ein bisschen härter anpackt, so, wo Juri auf jeden Fall Experte ist im Hart anpacken, wie wir auch schon jetzt hier im Boxkampf gehört haben. da hatte ich halt immer das Gefühl so, warum das jetzt überhaupt machen? Also wozu jetzt jemandem wehtun so? Selbst wenn die jetzt sagen, okay, also generell so, das kommt, also man sagt ja, das kommt nicht schlecht an und dies und das, man kriegt ja auch die Anzeichen dafür. Aber ich konnte es halt nicht fühlen. Also man muss es auch, also ich muss Dinge immer fühlen, dass ich weiß, okay, das ist wirklich das, was es auch jetzt zu tun ist. Und letztendlich war dann der Glaubenssatz bei mir, der negative, den ich jetzt letztes jetzt gelöst habe, das war
zum Beispiel auch heute, das war heute Morgen auf dem Balkon, dass ich zum Beispiel, dass man der Frau dadurch ermöglicht, wenn man diese erstmal genau, also wenn eine Frau nicht diese, wie soll ich das am besten beschreiben? Wenn man nicht einfach sehr rudimental und einfach sein Ding macht, im Bett zum Beispiel primär, aber generell auch in der Beziehung, dann lässt man der Frau zu viel Spielraum für zum Beispiel Scham oder auch falsche Entscheidungen. Und man tut quasi der Frau auf jeden Fall was Gutes, wenn man natürlich alles mit einem Safe-Word und so weiter, aber wenn man einfach mal selber so viel Kontrolle wie sie für sie überhaupt für sie nötig und für einen möglich übernimmt. Heißt im Bett einfach erst sich steigern und so hart wie möglich einfach das Ganze mal zu steigern. Denn je härter man quasi die Sachen vorgibt, desto weniger Chance hat die Frau dann auch, sich wie jetzt zum Beispiel eine Schlampe in Anführungszeichen zu fühlen. Weil nach Befriedigung geiern, das hat mich selber immer abgeturnt, wenn Frauen das gemacht haben. Und das haben Frauen, glaube ich, auch diesen Instinkt, dass es nicht gut ist einfach. Und wenn man jetzt aber einfach im Schlafzimmer zum Beispiel einfach still dasteht und nichts macht, dann ist es halt auch schwierig, das für die Frau dann zu sagen, komm, also was machen wir jetzt so? Also je härter man da wirklich in diese Richtung reingeht und dann auch, ja, also quasi je mehr Zwang man ausübt, desto mehr Druck nimmt man quasi der Frau. Und dass das eine gute Sache ist, das reicht für mich zum Beispiel nicht, dass man das mal gehört hat, sondern das muss man wirklich mal verstehen und fühlen. Und das war so der letzte Glaubenssatz. Es ist auch ein bisschen Widerstand, darüber zu sprechen, sage ich dir ehrlich, was eine gute Sache eigentlich ist, weil dann lohnt es sich für mich persönlich, das Ganze anzugreifen. Das ist so das Zweite, würde ich sagen, so nach dem Kämpfen, nach dem Boxen die zweite große Baustelle. Und letztendlich kann man aber auch sagen, so, also ich fühle mich jetzt auch nicht super schlecht deswegen, weil man macht es ja nicht bewusst, sondern es ist halt einfach durch irgendwelche Umstände in einen reingekommen, diese Glaubenssätze. Deswegen, also man muss sich da nicht schlecht fühlen oder ich bin jetzt auch nicht sauer auf mich selber deswegen oder sowas. Muss man sich auch wirklich dran erinnern. Also manchmal hat man auch diese Momente, wo man denkt, so, warum ist das jetzt so? So eine Scheiße, war. Aber man darf da gar nicht sauer mit sich selber sein. Immer mit einem netten Ton mit sich selber auch sprechen und gut zu sich selber sein. Und dann, genau, dann läuft es, ja. Was würdest du jetzt sagen? Was ist so dein letzter negativer Glaubenssatz? Und was denkst du über das ganze Thema? Also grundsätzlich ist es halt die Nice-Guy-Programmierung, die dagegen sträubt. Dass, weil wir wollen die Frauen oftmals so wahrnehmen, wie die Matrix das Ganze vorgibt. Sprich, als die super zarten Prinzessinnen, die immerwährend auf Händen getragen werden sollen und so weiter und so fort. Ja, solltest du, draußen, aber im Schlafzimmer ist auch mal gut, wenn da mal, ich sag mal, ein härterer Ton herrscht. Und ja, da stehen die Frauen drauf. Ja, da muss man sich einfach nur die Verkaufszahlen von 50 Shades of Grey anschauen und die Besucherzahlen in den Kinos. Und ich finde es gut, dass du bei dem Thema auf jeden Fall dahinter bist, weil die meisten haben das gar nicht auf dem Visier. Die meisten denken, die sind übelst die Brecher und durch die Bank, weil die Frauen oftmals natürlich auch nicht sagen wollen, hey, was ist total schlecht. Weil Frauen sind sehr, ich sag mal, harmoniebedürftige Wesen und die würden jetzt nicht den Mann, mit dem sie gerade das Bett geteilt haben, sagen, hey, du bist jetzt nicht gerade der Überbringer, war jetzt nicht der Geilste, vielleicht solltest du mal an dir arbeiten. Ja, wird jetzt keine Frau sagen oder in den seltensten Fällen. Deswegen finde ich gut, dass du da dahinter bist. Und auch grundsätzlich mal ein Tipp an die Männer, bitte beschäftigt euch damit. Die Frauen wollen wie Prinzessinnen behandelt werden, das stimmt. Ja, draußen, auch im Bett natürlich, aber finde die Balance zwischen einer Prinzessin und eurer persönlichen damit sowohl du als auch sie noch mehr Spaß haben könnt. Was ich an der Stelle sogar noch kurz einhaken könnte, ein kleiner Tipp für die Leute, die jetzt zum Beispiel wie ich auch sind und ein Problem jetzt hätten, einfach mal durchzulesen, okay, was ist jetzt gut, was ist schlecht, was soll ich machen und das gar nicht fühlen können. Nutzt einfach nur eure Erfahrungen als Spiegel.
Denn bei mir war es auch nicht so tatsächlich, dass ich jetzt gedacht habe, okay, was mache ich jetzt, um einfach besser anzukommen oder wie auch immer. Weil letztendlich ist es ja euer Leben oder auch mein Leben und man sollte das machen, was für einen selber am besten ist. Nicht das, was man am einfachsten ist, aber was am besten ist. Aber wenn man halt ständig verfolgt wird von diesen selben Sachen, also wenn man immer gerade von den Frauen sich angezogen fühlt, die meistens dann auch die femininen Frauen sind, die genau das halt brauchen und es verfolgt einen, also wenn es sich ein paar Mal häuft und man einfach auch nicht die Augen verschließt davor, nur weil man sich jetzt nicht in dieses ungewohnte Terrain begeben möchte, was ja nicht mal, es ist ja nicht mal unangenehm, es ist ja kein Bernackelkampf, sondern es ist ja einfach nur seine eigenen Glaubenssätze und aus sich rauskommen mäßig. Genau, nur dass man das als Spiegel einfach mal nimmt und einfach daran versucht zu wachsen, das könnte man theoretisch noch mal kurz einhaken. Also man muss sich nicht jetzt die Stichpunktenliste im Internet rausgoogeln, was ist allgemein, was ist gut und was ist schlecht, sondern da kann jeder einfach nach seinen Erfahrungen gehen. Nur die einzigste Sache, wo ich sagen würde, die steht einem dort im Weg, wenn man sich aus genau diesem Grund, dass man nicht mit diesen Sachen konfrontiert werden möchte, mit weniger zufrieden gibt. Einmal das, also mit weniger Frau, was einem gefällt, nämlich mit einer maskulinen Frau zum Beispiel, oder aber auch, wenn man einfach auf die Frau scheißt, also was die gut findet. So, das wären die zwei Sachen, die einem da im Weg stehen würden. Genau, jetzt auf jeden Fall, du wolltest gerade nochmal was sagen. Ja, wenn man nach seinen Erfahrungen geht, dann muss ich widersprechen, dann macht man immer denselben Scheiß immer wieder. Das heißt, man muss neue Erfahrungen kreieren und somit eine positive Feedback-Schleife schaffen in seinem Kopf, indem man einfach mal die Sachen, auch wenn die jetzt für einen am Anfang unangenehm erscheinen, einfach mal macht. Und indem du dann merkst, hey, bei der Frau kommt es super geil an, hast du gleichzeitig mehr Selbstbewusstsein, weiterzugehen. Und nicht nur das, du hast dann auch natürlich mehr Spaß bei der Sache, weil es ist dann kein Engländer-Sex so oder Kanickel-Sex, sondern es ist dann wie ein Film, ja, es ist dann wie so ein Drama, ja. Und dann hast du natürlich auch mehr Spaß, weil du bist der Drehbuchautor, so. Die Frau ist deine Hauptdarstellerin, ja. Du bist der Künstler, die Frau die Leinwand. Und dann kann man da super viel Spaß haben. Witziger Gedanke, der mir gekommen ist gerade, weil du gerade gesagt hast, feminine Frauen stehen drauf. So, die femininsten Frauen sind meistens die attraktivsten. Und werden oftmals von vielen Männern angesprochen, ja. Das heißt, sie müssen eine gewisse Schutzrüstung in der Außenwelt tragen. Und wenn sie dann einen Mann haben, bei dem sie sich fallen lassen können und ihn sich sozusagen in Anführungsstrichen unterwerfen können im Bett, dann ist es genau auch der Grund, warum die meisten, die zu einer Domina gehen, hochgradig erfolgreiche Typen sind, Unternehmer, Millionäre, die haben sehr viel Macht, monetäre Macht. Die Frauen haben aber sehr viel sexuelle Macht, die sie oftmals einfach mal abgeben wollen und einfach mal, ja, die wollen sich einfach mal schutzlos fühlen, aber gleichzeitig so ein Vertrauen zu dem Mann haben, dass sie wissen, okay, der Mann, der wird nichts tun, was mir schadet. Das heißt, ich kann mich in seinen Armen komplett fallen lassen und den Prozess genießen. Also es ist auch ein kleines Machtspielchen, das heißt, die Frau gibt die Macht ab. Verstehe, was du meinst, ja. Und indem man die Macht abgibt, es gibt natürlich, ja doch, also genau, das deckt sich einfach eigentlich an. Ist alles in Einklang, was wir bisher gesagt haben, ja, kann ich nichts, genau. Auf jeden Fall, kann ich nichts hinzufügen und auch nichts gegen sagen, ja. Ist ein super befreiendes Gefühl, kann man damit vergleichen, mit fallen lassen, jetzt beispielsweise, keine Ahnung, man trainiert wo irgendwo auf einer Meisterschaft hin und dann schneidet man die Meisterschaft bei der Meisterschaft gut ab. Und man führt einfach diese ganze Vorbereitung im Kopf und man hat Tränen der Freude. Ja, weil man lässt es los, man lässt sich fallen, weil das ist jetzt geschafft worden. Und so kann man auch dieses Fallenprozess bei der Frau ungefähr beschreiben. Und das ist, ja. Janik, nächste Frage. Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt Wodka getrunken. Da war jetzt auch schon wieder, habe ich gemerkt. So ein bisschen, warum? Nee, das war eigentlich gar nichts. Deswegen, es ist nur in Dubai nicht erlaubt, überhaupt zu trinken. Ah, okay. Deswegen habe ich das umschrieben ein bisschen, ja. Ah, genau. Also in der Öffentlichkeit darfst du gar nichts. Nee, Mann, gar nicht. Auch nicht besoffen sein.
Deswegen haben wir auch nur einen halben Shot zu Hause, nachdem wir nach Hause gekommen sind, auch getrunken. Ja. Okay. Genau, ja. Beim nächsten Podcast in Deutschland kann ich dann wieder anders sprechen. Der Scheich hört immer mit, ja. Das ist die goldene Regel hier. Ja, weil viele vergessen, ja, hier Fitness, Lifestyle, hier und da, bla bla bla. Aber man muss sich auch mal vor Augen führen, dass kontrollierter Konsum führt gewöhnlich nicht zum Tod und Abstinenz führt nicht zur Unsterblichkeit. Es lindert lediglich die Langeweile und beschleunigt die Denkprozesse. Das kann man einmal sagen und man kann auf jeden Fall auch sagen, dass spirituelle Erleuchtung immer durch Inklusion und nicht Exklusion von Erfahrungen geschieht. Ja. Das heißt, Leute, die zum Beispiel sagen, oh, ich halte mich von diesen Sachen halte ich mich allen fern und so weiter, die werden nie eine so hohe Bewusstseinsebene erreichen, wie Menschen, die alles, nicht komplett alles, es gibt auch gewisse von Menschen gemachte Extrakte und Sachen, die man nicht zwingend machen muss, aber die eine Vielzahl von vor allem Erfahrungen im Umgang mit seiner Außenwelt, diese sollte man so weitestgehend wie möglich einfach alle machen und selber so einmal sich selber durchtesten an allen Erfahrungen, die man macht. Was für ein Charakter bin ich und wie kreiere ich meine Persönlichkeit im Einklang zu meinem inneren Ich, zu meiner Außenwelt? Und was war jetzt das Zweite? Ja, also das ist eigentlich der Hauptgrund, dass man einfach so eine höhere Bewusstseinsebene erreicht. Ich mache ein kleines Beispiel, das habe ich auch jetzt gestern im Masterclass-Call, wenn wir da mentale Klarheit hatten, gebracht. Jemand, der jetzt sich... nehmen wir jetzt mal ein kleines Beispiel, sehr simpel gesagt, jemand, der jetzt nichts nimmt, was sein Bewusstsein jemals verändert, was völlig legitim ist, aber was meiner Meinung nach nicht zwingend zu besten Erleuchtungsdingens kommt. So, der wird, nehmen wir jetzt mal an, der wird auch kein Bier trinken im Biergarten mal und der kennt diesen Zustand nicht, dass man auch mal eine andere Frequenz hat, eine andere Wahrnehmung. Der gerät jetzt durch irgendein Zufall in ein Szenario, wo er unter hohem sozialen Druck, dazu genötigt wird, zum Beispiel eine Flasche Wodka mitzutrinken. So, dann hat er die Erfahrung zum Beispiel nicht durch das Bier mal gemacht, dass dieser Zustand sich so anfühlt und auch so entwickeln kann und auch schlecht werden kann. Und dann macht er das und dann entwickelt sich eine beschissene Situation letztendlich aus dieser mangelnden Erfahrung heraus. Und wenn ich weiß, okay, ein Bier wirkt bei mir so, dann würde ein Wodka so sein, also sollte ich es vielleicht doch lieber lassen oder auch so und so. Und das ist jetzt nur eine Analogie auf alles bezogen. Also je mehr Erfahrungen man im kleinen Rahmen macht und rausfindet, was für einen gut und schlecht ist, desto besser ist es in meinen Augen. Mhm. Ja. Sehr gut. So, Maschallah. Jetzt haben wir eine halbe Stunde schon wieder durchgesabbelt. Schlittern wir in das Thema rein. Hermetik. Genau. Also, machst du die Was ist denn? Ich habe die hermetischen Gesetze gerade gar nicht am Start, ehrlich gesagt. Oh, ja, okay, dann mache ich die Einleitung, weil ich habe hier das... Was ist denn Hermetik überhaupt? Also ich habe das Wort jetzt schon einige Male gehört. Verstehst du darunter was? Ich google es jetzt einfach. Ich habe das jetzt bisher immer wahrgenommen, aber schön, dass du das hinterfragst. Ich google jetzt einfach mal hier. Hermetik, auch Hermetismus bezeichnet, ist die neuzeitliche Bezeichnung für eine antike, vor allem in der Renaissance stark nachwirkende religiös philosophische Offenbarungslehre. Mhm. Also es ist eine Offenbarungslehre. Okay. Mehr kann ich jetzt hierzu auch nicht sagen. Ja, also, ja, es ist halt wirklich so, wie es die physikalischen Gesetze gibt, zum Beispiel Gesetze der Schwerkraft, gibt es auch Gesetze, die uns mental und emotional beeinflussen und einen Effekt auf unser Leben haben. Und das sind eben diese 7 hermetischen Gesetze. Und selbst Albert Einstein damals hat gesagt, meine Forschungen haben ergeben, dass hinter all der Welt, mit der wir uns befassen, ein großer Orchesterdirigent sein muss, der alles lenkt und der unser Gutes will. Kosmische Gesetze, ist es das Synonym dafür? Richtig, ich denke schon. Dann verstehe. Ja, das ist genauso, wie du es beschrieben hast. Also Gesetze, die man nicht zwingend spürt, aber die dennoch gelten. Und oft ist es auch so,
das bezieht sich meistens sogar auf alle dieser Gesetze, weil wir in einer Welt aus bestehend aus Raum und Zeit leben, tritt alles oft auch zeitversetzt ein, weshalb man oft die Gesetze nicht so direkt wahrnimmt, wie jetzt zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Weil wenn ich die Schwerkraft hier was fallen lasse, es passiert sofort. Aber die kosmischen Gesetze oder auch die hermetischen Gesetze, die treten oft zeitversetzt auf, weshalb sie eben, wie gerade schon gesagt, nicht so auffällig für das normale Auge sind und deshalb aber dennoch genauso wichtig zu kennen sind. Ja. Ich habe hier als kleiner Leitfaden für uns die 7 hermetischen Gesetze, eine Buchzusammenfassung von Laura Malina Seiler. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal Gesetz für Gesetz durch. Ich lese das Ganze mal vor, wie damals auch bei diesen stoischen Lehren. Und je nachdem, ob wir da jetzt was zu erzählen haben oder nicht, können wir da unser Senf dazu abgeben. Ich glaube, du bist auf jeden Fall ein besserer Berater, weil du, ich sag mal, geistig und spirituell deutlich entwickelter bist als ich. Ich habe mich mit dem Thema jetzt auch erst vor kurzem angefangen zu beschäftigen, nachdem ich gewisse Prozesse, die in meinem Leben vorgekommen sind, logisch, rational nicht mehr erklären konnte, sondern ich wollte das verstehen. Und dann bin ich eben auf diese geistig-spirituelle Schiene gewandert. Und genau. Haken, ja. Welche Prozesse sind das, Juri? Was meinst du? Welche Prozesse sind das, die du dir logisch, rational nicht erklären konntest, die du jetzt spirituell versuchst zu verstehen oder dabei bist? Gewisse Zusammenkünfte von Menschen, auch gewisse, ich sag mal, Trennungen von Menschen entgegen aller logisch-rationalen Sachen, die in meinem Kopf schwirren, und man fühlt gewisse Sachen dann trotzdem anders, als sie geschehen, ja. Also, Also ich rede jetzt nicht von Sachen wie, keine Ahnung, jetzt hat mir die Taube auf den Kopf geschissen, so, ja, zum dritten Mal in Folge diesen Monat, sondern... Wobei es auch es könnte auch was mit den hermetischen Gesetzen zu tun haben, wenn das so ist, ja. Genau, aber jetzt auch hier zum Beispiel der Boxkampf, Gesetz der Anziehung. Ich habe irgendwas gebraucht, damit ich, weil ich habe echt überlegt, bevor ich mit meinem YouTube-Kanal jetzt an den Start gehe, wie kann ich da Reichweite erzeugen und so weiter und so fort. Und dann kam 2 Wochen später eben Edmond, dann habe ich hier überlegt, wie, und dann habe ich das und das hat dann zusammengefügt. Und ich meine, mein Gegner, der jetzt eigentlich in Ruhestand war, den habe ich jetzt wieder reaktiviert. Der wusste vorher bestimmt auch nicht, dass er jetzt überhaupt den Kampf mit mir haben will. Aber das ist das, was wir nicht bewusst gewollt haben, aber jetzt einfach umso mehr brauchen. Wir beide, glaube ich. Okay, also dir sind gewisse Sachen im Leben aufgefallen, wo du dachtest, das kann doch kein Zufall sein. Richtig. Ich glaube nicht an Zufälle. Da wollte ich nämlich gerade raus, es gibt keine Zufälle, es hat alles seine Gesetzmäßigkeiten. Und auf diese Gesetzmäßigkeiten kommen wir jetzt zu sprechen. Genau, und das ist ein super, super wichtiges Thema, das ist eines meiner Lieblingsthemen sogar, weil das einfach auch, also wenn man das kapiert hat, dann weiß man, wie die Welt funktioniert und dann kann man das Leben auch nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten, wie man das möchte. Ja, ja. Und deswegen, nicht nur das, man kann das dann für sich selber zu seinen Gunsten spielen lassen. Und man kann gewisse Sachen aus seiner Vergangenheit und die in Zukunft natürlich vorkommen werden, besser erklären. Und man kommt mehr aus seinem Kopf raus, sprich aus dem Bewussten, mehr in dem unterbewussten Zustand, wo man alles nicht nur mit dem bloßen Auge und nicht mit den Ohren wahrnimmt, sondern mit gesamten Fühlvermögen. Ja. So, dann schlittern wir rein. Die 7 geistigen Gesetze des Universums, erstes Gesetz. Das Gesetz der Geistigkeit. Das erste universelle Gesetz besagt, dass alles Geistigkeit bzw. Bewusstsein ist. Alles, was du um dich herum siehst, war zunächst als feinstoffliche Energie ein Gedanke, also Bewusstsein, bis es als grobstoffliche Energie zu einem sichtbaren Ergebnis wurde. Du bestimmst dein Leben durch deine innere Geisteshaltung. Jeder Gedanke, ob positiv oder negativ, erschafft dennoch deine Realität. Viele Menschen verändern ihre äußeren Umstände, wenn sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. Zum Beispiel neuer Job, neuer Partner, neue Wohnung. So werden sie aber immer wieder zu dem gleichen Ausgangspunkt kommen. Wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, musst du genau das zunächst in deiner inneren Welt werden,
also auf Bewusstseinsebene. Konkrete Anwendung, um im Einklang mit dem Gesetz zu handeln. Du musst in deiner inneren Welt werden, was du in deiner äußeren Welt erschaffen möchtest. Boah, geil, Alter. Muss man natürlich jetzt erstmal runterbrechen. Erstmal ist dort mit drin, dass, was also ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass Gedanken wichtig sind, denn sie sind der Ursprung von allem Feststofflichen hier in der Welt. Und am Ende wurde noch was sehr Wichtiges genannt, das ist das wichtige Gesetz der Synchronisation von innen nach außen. Bedeutet, wenn die Außenwelt, kann man sich vorstellen, immer, ich habe es jetzt schon oft gesagt, aber das sollte man sich auf jeden Fall so einprägen, wie einen Spiegel, der das Innere widerspiegelt. Und wenn ich die Außenwelt verändern möchte, dann lohnt es sich nicht oder dann reicht es nicht, dem Spiegelbild zu sagen, lächle mal oder heb mal den Arm, sondern ich muss mich, wenn ich in den Spiegel gucke, irgendwie Bewegung machen. Und so ist es auch in der Welt. Also wenn mir außen was nicht passt, dann muss man es innen verändern. Und jetzt könnte man sagen, ach, aber ich habe das schon mal gemacht und es klappt einfach nicht. Ich war jetzt für eine Woche nett. Ich war eine Woche nett oder ich habe eine Woche gearbeitet oder ich habe mein Inneres geändert. Ich habe nur an Geld gedacht. Ja, aber im Gesetz der Raum und Zeit, in den Gesetzmäßigkeiten von Raum und Zeit, passiert es immer zeitversetzt. Das ist zeitversetzt. Und wenn man das einmal gemacht hat, wirklich, von innen was verändert hat und sich außen wirklich was verändert hat, das dauert ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber wenn man das einmal gesehen hat, dann spürt man auch, dass es auch was dran ist da an diesem Ganzen. Ja, und es lohnt sich deswegen auch noch, seine Gedanken einmal zu kultivieren. Habe ich zum Beispiel auch jetzt im Masterclass-Call bei Mentale Klarheit erstmal eine Übung mit den Leuten durchgemacht. Zwei Dinge aufschreiben, die einem besonders wichtig sind und einmal reflektieren, was jetzt die Gedanken, also der Call ist am Abend, des ganzen Tages waren, wie viel Prozent davon waren über diese Themen und wie viel davon waren wirklich positiv und wie viel waren negativ, dass man einfach mal ein Bewusstsein für seine Gedanken kriegt, wie die überhaupt sind, über was sie sind, ob sie zielführend sind oder nicht. Und ja, alles hat spricht den Ursprung in Gedanken und man sollte seine Gedanken auch stets aufschreiben. Also wenn ich jetzt was möchte, ich spüre im Herzen, das möchte ich in diesen 10 Jahren erreichen, dann schreib es ruhig auf, denn Aufschreiben festigt nochmal die Gedanken. Es sorgt dafür, dass man die Gedanken einfach klarer werden. Also man macht es nicht zwingend. Genau, man macht es nicht zwingend, um es auf Blatt Papier zu haben und nicht zu vergessen oder so, sondern einfach, weil, oder vielleicht auch als Beieffekt, aber halt, um die Gedanken einfach klarer im Kopf zu haben, sodass es leichter geht, dann in diese feinstoffliche Ebene oder in die grobstoffliche Ebene diese Gedanken auch umzusetzen. Mhm. Weißt du, was das Coole ist? Du hast es nochmal super, super erklärt. Ich habe nämlich letzte Woche habe ich meinen Coaching-Teilnehmern habe ich gewisse Tools mit an die Hand gegeben, sozusagen die perfekte, in Anführungsstrichen, Tagesroutine, wie du eben deine innere Welt veränderst zu etwas Positivem, was du sein möchtest. Zu deinem Wunschideal, ja, haben wir im letzten Podcast mal angeschnitten, wie du viel schneller zu diesem Wunschideal wirst. Das heißt, deine innere Welt so anpasst, was du in der äußeren Welt erwartest. Ja. Und ich habe das denen auch hier anhand eines Beispiels, in dem ich das denen aufgezeichnet habe, habe ich erklärt. Und zwar, das dauert nicht lang. Also kann ruhig lang dauern. Wir haben Zeit. Praktisch Ausgangspunkt, ja. Ich sag mal die Null, ja, unser Startpunkt. So, wir wollen zu den 100%, die jeder von uns irgendwo individuell für sich anstrebt. Ja, ja. So. Genau. Für alle, die das jetzt gerade nur hören, es befindet sich eine 0 und rechts oben eine 100 und eine gerade schräg hoch, die das Ganze verbindet. Genau, ein Pfeil zu diesem Weg, sprich zu deinem Wunschideal. Ja, das ist dieser James Bond, der innere James Bond, der man sein möchte und so weiter und so fort. Und da habe ich, wie gesagt, ziemlich viele Tools, damit die Leute sich mehr da rein fühlen und da geistig schon mal sind, habe ich denen viele Tools mit an die Hand gegeben, die sie als Tagesroutine wirklich jeden Tag machen sollen. Und wenn wir das Ganze jetzt nicht machen, so jetzt Beispiel, wir gehen jetzt von 0 auf 100, dann sind die Schritte von uns oftmals klein. Ja, die Schritte sind dann oftmals so, kleine Schritte, ja, und oftmals auf dem Weg dahin führen wir uns immer wieder vor Augen, ah fuck, der Weg
da, wo ich sein möchte, ist noch ziemlich weit, weil mir fehlt das Geld, ich habe nicht den Ferrari, ich habe nicht das Harem aus Playboy-Menschen, wie auch immer, ja. Und dann fällt man noch mal ein paar Schritte zurück. Aber bei der Übung, die ich eben vorstelle, geht es darum, dass man sich bei diesen 100% bereits geistig befindet. Man befestigt diese 100%. Das heißt, man fühlt sich wie diese Version, die das bereits schon alles erreicht hat. Ja? Man kann jetzt im Neusprech, kann man sagen, fake it till you make it. Aber da ist eine sehr große Weisheit dahinter. Da ist eben dieses Gesetz der Geistigkeit. Man faked es sich in Gedanken, aber auch nur nicht nach außen hin. Ja. Genau, wichtig ist, nicht nach außen, nicht die Leute trügen, belügen. Und irgendwas nicht den Sportwagen leasen, weil man ihn sich nicht kaufen kann. Genau. Das ist nicht damit gemeint. Ja. Genau, das ist nicht damit gemeint, sondern du musst dich so fühlen. Du musst dich großartig, vollständig, erfolgreich, glücklich fühlen. Das heißt, du musst bei diesen 100% sein und diesen Vibe, diese Gefühlsebene aus diesen 100% auf diese 0%, also nochmal ein Pfeil auf die 0, übertragen. Und dann, indem du dich bereits so fühlst, sind deine Schritte deutlich größer. Da fällt mir... Ja, kurz nochmal als Ergänzung. Ja, weil, jetzt überleg mal logisch, rational, welcher Typ ist erfolgreich? Jemand, der aufsteht und erstmal aufs Handy guckt und schaut, okay, ja, der ist in Dubai, fährt seinen Ferrari, der macht Bungee-Jumping, der fickt wieder den und der ist wieder mit dem zusammen. Oh, scheiße, ist mein Leben kacke, ich muss jetzt aufstehen und zu meiner Arbeit hin. Oder jemand, der den Scheiß erstmal auslässt, aufsteht, in den Spiegel geht, sich erstmal lauter positive Sachen ins Gesicht sagt, sich hochhypt, dann 5 bis 10 Minuten meditiert und dann zur Arbeit geht. Und das ist auch, was ich meinen Teilnehmern auch gesagt habe, du wirst keinen depressiven Menschen treffen, beziehungsweise wenn du einen unglücklichen Menschen triffst, ja, einen depressiven Menschen, ich meine, Depression wurde heutzutage so verwässert, mittlerweile ist jeder, der ein bisschen frustriert ist, weil sein Handy-Akku leer ist, mittlerweile depressiv, ja. Finde ich halt schade, weil Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit und nur weil du dich ein paar Tage beschissen fühlst, bedeutet das nicht, dass du depressiv bist. Ja? Also nimmt die Sachen bitte mit Bedacht in euren Mund und verwässert die ganze Begrifflichkeit nicht. Aber wenn mir einer sagt, er ist depressiv oder unglücklich, dann frage ich ihn nach seiner Routine. Und wenn er mir sagt, ja, seine Routine ist aufstehen, Arbeit und dann zocken, dann wundert es mich nicht, dass du dich scheiße fühlst. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der mir sagt, seine Routine besteht aus täglich Sport, Spaziergängen, Lesen, Meditieren, Visualisieren, Dankbarkeitsaffirmation und der sagt, oh, ich bin so frustriert und unglücklich. Was mir auch sehr gut gefällt bei dem Modell, was du gerade präsentiert hast, mit diesem zur 0, zu 100, so, es gibt, ich hole mal kurz aus, es gibt ein Video oder auch ein Experiment, da wurde ein Elefantenbaby mit einem Seil am Fuß an einen Flock gekettet. So, das Seil war so stark, dass dieses Elefantenbaby nicht rausgehen konnte aus diesem Flock. Das hat gemerkt, oh, geht nicht, okay, gut. So, jetzt wurde das immer größer und irgendwann war das so ein riesen Elefant mit so einem ganz kleinen Seil nur um den Dingens und an diesem Flock. Der Elefant hat es aber dennoch nicht... der ist nicht ausgebrochen von diesem Flock, weil er gedacht hat, aus seiner Kindheit heraus, dieses Seil, das hält mich an diesem Flock fest. So, und das Seil und der Flock sind jetzt negative Glaubenssätze, die uns davon abhalten, an unsere 100% zu kommen. Und 100% bedeutet für jeden auch was anderes. Das heißt nicht zwingend der Sportwagen oder sonst was oder der krasse Beruf oder so, sondern es geht einfach nur wieder darum, sein höchstes Ziel für das, was sein inneres Ich gerne möchte, was man wirklich braucht, um glücklich zu sein, das zu erreichen. Und um das zu erreichen, muss man nichts anderes machen, als wirklich sich nur fragen, was möchte ich denn überhaupt? Und man kann es auch erreichen. Das Einzige, was einen davon abhält, sind diese Glaubenssätze, die wie Ketten einen runterziehen in Richtung dieser Null oder in Richtung der 70% vielleicht nur. Und indem man diese Visualisierung macht,
identifiziert man sich immer weniger mit diesen Glaubenssätzen, also fake it till you make it. Ich feiere den Ausdruck nicht, so wie er eigentlich generell nicht, aber so ich wie du es beschrieben hast, mit dem sich in den Zustand reinfühlen, sorgt eben dafür, dass man sich aus diesen Glaubenssätzen, aus diesen Ketten rausgeht, denn wenn dieser große Elefant sich jetzt einfach in den Zustand reinfühlt, wie er frei ist oder einen Schritt einfach nur zur Seite macht, dann wird es ihm wesentlich leichter fallen, es einfach mal nochmal zu probieren. Und dann wird er an der Realität merken, krass, das funktioniert ja. Und jeder kann sein Ziel zu 100% erreichen. Das ist auch ein kosmisches Gesetz. Man muss nur auf der richtigen Frequenz sein, um auf diese 100% zu kommen. Und alles, was einen davon abhält, sind diese negativen Glaubenssätze. Mhm. Und gegebenenfalls gewisse Fallen, wie jetzt zum Beispiel künstliches Dopamin oder von Menschen gemachte einfach Sachen, Vergnügungen, die man machen kann. Also Vergnügen und Freude kann man zum Beispiel auch an dem Punkt kurz mal erklären. Also Freude ist das, was uns im Kern wirklich erfüllt. Das ist diese 100% zu erreichen. Nicht nur erreicht zu haben, sondern sich auch auf dem Weg dahin zu befinden, diese zu erreichen. Das ist wahre Freude. Und Vergnügen sind Ablenkungen, die kurzzeitiges Glück erzeugen, wie jetzt ein Stück Kuchen, feiern gehen, auch mal ein Wort trinken. All diese Sachen, das sind Vergnügungen und das muss man klar unterscheiden. Und je mehr ich mich von Freude entferne, desto mehr Vergnügen brauche ich, um mich normal zu führen. Und der Grund, warum auch viele depressiv sind, in meinen Augen, ist auf jeden Fall, dass sie ein sehr niedriges Maß an Freude haben. Das bedeutet, dass sie nicht auf dem Weg zu ihrem idealen Selbst sind und sich dann noch zusätzlich, um sich halbwegs normal zu führen, mit diesen Vergnügungen ablenken. Und jetzt habe ich gerade dein Handybildschirm gesehen. Lass mal einen kurzen Check machen. Mich würde einfach mal interessieren, was steht auf deinem Handy hier Screen drauf? We suffer more. In imagination than in reality. Seneca. Ja. Oh, feier ich. Ich habe meinen tatsächlich gestern geändert. Bei mir steht drauf, du bist wach. Viel Spaß bei vollem Bewusstsein, Smiley. Ja, das hat den Hintergrund tatsächlich, weil ich habe gestern eine Nachricht von einem guten Freund gekriegt, der meinte, er ist im Traum luzid gegangen und hat mich hier in Dubai besucht mäßig und hat mich aus meinem Traum gezogen. Lauter crazy shit, also man kann, alle, die das nicht wissen, in Träumen, wenn man sich bewusst wird, dass man träumt, kann man Bewusstsein sich schaffen und den Traum selber kreieren und sogar, klingt jetzt sehr abgespaced, aber es ist auf jeden Fall möglich, man kann in der reellen Welt sich bewegen, frei agieren und auch Orte besuchen, Menschen anschauen. Da gibt es diverse Erfahrungen, Tests, haben das Leute gemacht und die konnten eins zu eins die Klamotten beschreiben oder was jetzt Juri gestern Abend gemacht hat, das ist möglich. Und wie man das Ganze erreicht ist, man muss sich mehrmals am Tag einfach nur dran erinnern, okay, schlafe ich jetzt gerade oder bin ich wach? Und weil man das dann so in sich eingebrannt hat, dass man es im Traum auch macht und dann gewisse Anzeichen gibt es aber, dass man eben schläft, dann wird einem bewusst, oh, ich träume gerade und dann hat man es geschafft. Und zum Beispiel Schrift lesen funktioniert im Traum nicht. Und deswegen gucke ich hier halt des Öfteren drauf und wenn ich diese Schrift lese, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt gerade wach bei vollem Bewusstsein und wenn ich jetzt im Traum, also es auch ein paar Mal mache und es nicht lesen kann, dann weiß ich, ah, okay, du träumst jetzt. Oder man kann auch seine Finger zählen. Zählen funktioniert auch nicht. Wer sich keine 10 Finger im Traum zählt, weiß, okay, ich träume und dann kann man mit purer Vorstellungskraft seine Träume selber gestalten. Ja, finde ich cool und das versuche ich gerade auch noch nebenbei einfach, ja. Ja, geil. Ja. Ich finde den Handybildschirm nach deiner Erklärung noch cooler, weil für mich war das als erster Gedanke, dass immer wenn du auf dein Handy schaust, dass du dich in den gegenwärtigen Moment holst. Auch gut, ja, auch nicht schlecht. Ja, weil das ist auch ein zusätzlicher Nebeneffekt. Spaß, ja. Du bist wach, okay, ich bin jetzt in dem Moment, ich bin nicht in morgen, ich bin nicht in gestern, ich bin jetzt hier und da und das ist das, beziehungsweise das ist die Zeit, wo ich etwas überhaupt bewirken kann, mit meinem Leben was anstellen kann. Das, was der Yannick vorher gemeint hat mit der Frequenz, das ist das, wo ich gesagt habe, den Vibe aus dieser Wunschversion holen, in diese aktuelle Version und dann so agieren. Mhm. Jetzt meine Frage an dich, Yannick, was glaubst du oder warum sind die Menschen nicht, wie soll ich das anders formulieren, warum tun die Menschen sich so schwer, das, was wir gerade gesagt haben, also sprich das Gesetz der Geistigkeit, nicht nur zu verstehen, sondern das Ganze auch anzuwenden? Und warum sind sie nicht, oder warum kommen sie aus dieser Frustschleife nicht raus? Das ist eine sehr geile Frage. Erstmal Schritt Nummer 1, was benötigt wird, um das Ganze wirklich zu verstärkt auch durchzuführen, ist einmal eine Vorstellungskraft. Also Sachen, dass man sich da Dinge vorstellen kann. Als Kind funktioniert das super krass. Also ich weiß noch, früher damals, ich hatte Bücher gelesen, ich hatte
Bilder, von Farben, alles im Kopf. Und das wurde immer, immer weniger auf jeden Fall. Und man muss es sich wirklich antrainieren, das immer weiter aufrechtzuerhalten. Und das mache ich zum Beispiel auch als tägliche Routine. Vor jedem Essen kombiniere ich Dankbarkeit mit Visualisierung. Das heißt, ich sitze vor jedem Meal und stelle mir wirklich detailliert vor, wie dieses Meal zustande kommt. Wenn da ein Steak ist, stelle ich mir die Kühe auf der Weide vor, wie sie auch noch hier, wie nennt sich das, Moon oder was? Dann der Bauer, also alle Leute, die an dieser Mahlzeit beteiligt sind. Und so hat man kombiniert das Training für Visualisierung und auch die Dankbarkeit, dass man wirklich das, weil viel Arbeit in diesem Essen, in dieser Mahlzeit steckt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, würde ich sagen, sind, man muss erstmal das Gesetz kennen. Also ich kenne wenig Leute, die überhaupt sich irgendwas visualisieren, weil sie wissen nicht, dass es auch einen Benefit hat. Also hier, das ist der größte Mehrwert wahrscheinlich in diesem Call mitunter, dass die Leute, also dass du nun das Gesetz der Geistigkeit kennst, dass alles in Gedanken beginnt, in der feinstofflichen Ebene, und das ist einfach auch. Und du musst es nicht mal tot denken, du musst einfach nur visualisieren, was würde jetzt momentan dich am meisten mit meisten Freude erfüllen und dann auf den Weg gehen. Das kann sich auch gut ändern, weil die Realität verändert ja dann auch immer sein Bild oder sein Weg letztendlich. Aber nur auf dem Weg zu sein, das reicht schon. Und das dritte, würde ich sagen, alles, was Visualisierung killt, ist zum Beispiel, wenn man mit dem reinen Verstand arbeitet oder auch wenn man die ganze Zeit mit Informationen beschäftigt wird. Zocken, würde ich sagen, killt Visualisierung, weil du bist die ganze Zeit es passiert was, du musst es verarbeiten und du musst etwas wieder zurückgeben, eine Aktion. All das, und das es ist sogar besser noch zu zocken, als sich nur Sachen reinzuziehen. Also sich nur Sachen reinzuziehen, ist, ich lade einfach nur Scheiße in mich rein, Filme, Reels oder sonst was. Aber zocken hat wenigstens noch die Komponente, dass man auch noch was zurückgeben muss. Aber es killt einfach alles Visualisierung, weil du kannst ja mal probieren, während du Computer spielst, irgendwas zu visualisieren, wird nicht funktionieren, ja. Was sagst denn du dazu? Also was hält die Leute in deinen... Du hast ja ein paar Erfahrungen jetzt schon mit Klienten auch gemacht. Was würdest du da sagen? Sind die Punkte? Ja, du hast die Thematik, hast du jetzt sehr gut auf einer spirituellen Ebene erklärt. Und jetzt erkläre ich das Ganze mal auf der physischen Ebene. So, dass diese Kind-Thematik, da will ich anfangen. Und zwar, warum sind wir als Kinder so unbeschriebene Blätter? Weil unsere Festplatte ist leer. Unsere Festplatte ist noch frei von Konditionierung. Wie ich schon in dem Podcast zuvor gesagt habe, sind die meisten ein Produkt aus 30% Medien und Gesellschaft, 30% Eltern, Vater, Mutter und 30% die äußeren Umstände, ja, die Familie, die anderen Menschen und so weiter und so fort. Also 30 Medien, 30 Eltern, 30 Gesellschaft. So, wo bist dann du? Ja? Also wo bist dann du? Das heißt, Die Kinder sind am Anfang, haben noch eine unbeschriebene Festplatte. Und jetzt, wenn man dann älter wird, dann prasseln natürlich Werbung, die ganze Reizüberflutung auf uns ein. Ja. Uns wird die ganze Zeit in der Medienlandschaft vorgegaukelt, du musst dies oder jenes machen, damit du das oder jenes bist. Du musst dies oder jenes haben, damit du so und so dich fühlst. Sprich, du brauchst den neuesten iPhone, du brauchst die neuesten Jordans, du brauchst die neuesten, weiß ich nicht, Kopfhörer von Beats bei Dr. Dre, wie auch immer. Damit die neueste Goliath Sportswear Cappy. Damit du dich glücklich fühlst, damit du dich stärker fühlst, damit du dich besser fühlst. Weil die Menschen, dadurch, dass sie vergessen haben oder niemals denen beigebracht wurde, die Erfüllung, wie der Janik schon gesagt hat, im Inneren zu suchen, suchen sie die Erfüllung, weil das eben von allen gemacht wird. Wie der Janik gesagt hat, die meisten kennen die Gesetze gar nicht. Und die meisten suchen die Erfüllung in äußeren Umständen. Die suchen nach dem neuesten Partner. Der neueste Partner wird mich ergänzen und der wird mich glücklich machen, wie auch immer. Und warum ist das Ganze so gewollt? Ja, jetzt kommt wieder der Verschwörungstheoretiker in mir raus. Aber ich kann das Ganze auch beweisen. Und zwar, ich habe jetzt viele Beispiele genannt. Spielindustrie, Reizüberflutung, Medien, Reizüberflutung, Politik, auf Angstmache basiert. Selten findest du Nachrichten, wo da wirklich positive Botschaften vermittelt werden. Keine Ahnung, eine Kette aus 10 Männern rettet einen Hund aus einem Bach oder einem See, wie auch immer. Ja, solche Sachen werden selten gezeigt, diese positiven Sachen, sondern nur negative Sachen. Die Menschen sollen bewusst in dieser Frustrationsschiene gehalten werden. Und das ist auch gewollt, auch so von der Matrix, sage ich mal,
also vom Staat, ja, da kommt einer Hiss auch in mir, weil diese Menschen, die frustriert und unglücklich sind und die Erfüllung immer in äußeren Sachen suchen, die sind logischerweise die wildesten Konsumenten. Und die wildesten Konsumenten hinterlassen am wildesten Geld und somit generieren sie die krassesten Einnahmen für den Staat, Steuereinnahmen. Und da boomt natürlich auch die Pharmaindustrie, ja? Psychotherapeuten. Wenn einer jetzt, keine Ahnung, sein Herz wurde gebrochen, anstatt dass er hier anfängt, Bücher zu lesen, ins Fitnessstudio geht, ist er depressiv, wird fett, dann kommen seine Eltern und sagen, hey, Kleiner, komm, geh mal zum Arzt. Dann sagt der Arzt, ja, Diagnose, bla bla bla, hier Tabletten und so weiter und so fort. Und in dieser Schiene sollen wir weiterhin festgehalten werden, weil stell dir mal vor, jeder wäre glücklich, jeder wäre erfüllt, jeder würde sich als ganzheitlich betrachten, dann würden wir viel weniger Wert auf Materialismus legen, würden viel mehr Wert auf inneren Wohlstand legen. Und das ist auch ein Thema, was ich gestern beispielsweise mit Rudi hatte, ja, über das One Piece. Ja, wir haben uns unterhalten. Was ist das One Piece aus diesem Anime? Was ist dieser Schatz? Und unsere Vermutung ist, dass One Piece ist nichts Monetäres. One Piece ist wahrscheinlich eine Schatzkiste, die leer ist. Und One Piece ist in der Serie die Reise an sich. Die Reise mit den Freunden, mit seiner Familie, die Freunde, die irgendwann zur Familie werden, weil man sich so mit ihnen fühlt. Der persönliche Wachstum, immer stärker werden, immer besser werden. Das ist das One Piece, die Selbstverwirklichung. Und nicht etwas, wo du hinstrebst, um das zu bekommen. Sondern das One Piece ist es, die Erfüllung im Inneren zu suchen mit gleichgesinnten Menschen. Und deswegen ist der Ruffy beispielsweise jemand, der alle in seine Crew lässt, egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse, es interessiert ihn nicht, solange sie denselben Vibe wie er haben. Das war wunderschön, Alter, ja. Also das mit dem One Piece, das hat mich selber gerade sehr, es hat mich sehr interessiert und auch berührt sogar, muss ich sagen. Ist krass, oder? Ja, also, auf jeden Fall, Mann. Ja. Das ist eine sehr nice Sache, auch eine sehr geile Deutung und ich kann es mir sehr vorstellen, dass es auf jeden Fall so auch ist. Was mich nur einmal noch fragen würde, sogar, meinst du denn jetzt zu dem Verschwörungsteil, dass es wirklich von einer höheren Macht, wir müssen nicht das Ganze ausführen, aber einmal nur kurz ankratzen, weil es gibt safe Zuschauer, die da auch an dem Punkt mal sind, aber sich fragen, ist es eine höhere Macht, die das Ganze will, um die Leute zu unterdrücken, oder ist es, dass die Menschheit sich ein bisschen verfangen hat in diesen Sachen, weil wer steckt letztendlich hinter den hinter diesen Companies und so? Es sind Leute wie du und ich, die einfach Geld verdienen wollen. Und wenn man da natürlich jetzt auf dem Businessplan stehen hat, okay, mehr Umsatz kreieren, dann wird man natürlich gucken, dass man irgendwelche Werbeanzeigen schaltet, die genau das verursachen, dass Leute sich in diesem Spiel verrennen. Und, also es ist ein Beiprodukt. Also würdest du sagen, aus deinem jetzigen Weltbild, man kann es nicht zu sehr safe wissen, wir haben die Information nicht, aber dein Weltbild sagt, dass die Menschheit hat sich verrannt. Oder es ist wirklich eine Elite, die Menschheit gefangen hält in diesem System. Also ich würde gar nicht so weit ausschweifen, ja, in diesem Verschwörer-Talk weiter reingehen und Elite dahinter vermuten, sondern anhand zwei Beispiele, wie du auch jetzt schon gesagt hast, die Gesellschaft hat sich einfach verrannt, ja. Mhm. Die Geschichte, sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und wir machen das, was die Menschen vor Generationen schon gemacht haben. Selbst Seneca und Aurel haben gesagt in ihren Lehren, in ihren Niederschriften, dass die Menschen damals vor Christus, weil Stoizismus ist noch älter als Christentum, hatten dieselben Probleme, die wir jetzt auch haben. Deswegen sind diese Lehren aus der Stoa so omnipräsent. Nur eben ist Steuer leider nicht den Menschen beigebracht worden, wurde jetzt nicht im Religionsunterricht irgendwie behandelt, sondern wurde einfach nur ad acta gelegt. Die Frage ist halt, warum? Ja? Da können wir wieder ein bisschen weiterdenken, wie auch immer. Muss man jetzt an der Stelle nicht. Nehmen wir es einfach hin, wie es gegeben ist. Stoja wird nicht beigebracht. Innere Zufriedenheit, Glückseligkeit wird hier nicht in der Schule beigebracht, weil das halt noch nie gemacht wurde. Und natürlich, jetzt aus der anderen Perspektive betrachtet, wenn ich jetzt ein Herrscher wäre, dem es einfach nur darum geht, die Taschen voll zu stopfen, unmoralische Dinge zu tun, auf meine Ehre zu scheißen und einfach nur den Menschen, ich sag mal, bewusst zu schaden, damit ich meine Taschen voll mache, dann würde ich das genauso machen. Dann würde ich die Menschen weiterhin unten halten, damit ich mich groß fühle. Weil das ist leider die Charakteristika von vielen Menschen, dass sie sich erst groß fühlen,
können, wenn jemand anderes sich, ich sag mal, unter ihnen sich befindet. Deswegen sind diese ganzen Shows, die du bei RTL 2 und so weiter siehst, mitten im Leben, Berlin 9875, Köln 5068, das sind lauter Vollidioten, aber die Menschen schauen sich das an, ja, dann schaut sich der Manfred das an, der mit einer Chipstüte und 30 Kilo Übergewicht auf seiner Couch chillt und denkt sich, oh, Mann, sind die blöde, ja, aber ich habe zumindest noch meinen Job als ITler. So, da fühlen sich die Menschen größer, ja, deswegen gibt es diese Shows. Deswegen genießen diese Shows auch so eine Popularität, weil die Menschen sich daran ergötzen, wie die anderen noch dümmer sind und so können sich noch ein bisschen erhabener fühlen, obwohl sie selber ziemlich viele Unzulänglichkeiten haben. Aber diese Werte, die man sich angeeignet hat über die Jahre, abzulegen, und da wären wir wieder auch bei dem Thema, wo sich viele auch verschließen und sagen, ach, was die zwei tätowierten Vollspassen auf Stoff da labern, ist vollkommener Quatsch, ja? Weil die alten Werte nicht nur aufzugeben, sondern diese zu erneuern, bedarf sehr viel Mut. Es bedarf sehr viel Selbstreflexion, dass man sich auch eingesteht, okay, man ist die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, hat man einen falschen Weg als Mensch eingeschlagen, aber es bedeutet nicht, dass man, nur weil man jetzt schon so weit ist, dass man weiter in den Abgrund hinabfahren soll, sondern man kann immer noch die Zielgerade ändern. Es ist auch vielleicht gar nichts, wo man sich überhaupt auch für schämen muss. Es ist vielleicht auch wirklich die Grundproblematik, der typische Engel und Teufel auf der Schulter oder auch das Aneinanderclashen des menschlichen, tierischen Egos, also die Instinkte wie Überlebensinstinkt und all diese Sachen zusammenclashend mit dem höheren Ich und diese Probleme, die dadurch entstehen, wie jetzt Gier, Macht, dass man Dinge kontrollieren möchte, Macht, also Kontrolle, Machteinfluss, diese Sachen, die stehen immer im Clash mit dem höheren Ich und das war seit Anbeginn der Zeit so und vielleicht ist es auch genau das, was uns Menschen überhaupt ausmacht. Also wenn wir nur göttlicher Funke wären, dann würde es diese menschliche Erfahrung hier, so wie sie ist, auch nicht geben. Und deswegen kann man nur das unterstreichen, was du gesagt hast, ja, dass diese Gesetze allgegenwärtig auch gelten, seit früher auch jeher heute. Janik, es gibt ja, also diese Naturgesetze, die wir gerade besprechen, ja, die sind ja omnipräsent. So, die existieren, obwohl wir sie, ich sag mal, die meisten können sie nicht benennen. Das sind Gesetze, die wirklich wichtig sind und die wirklich, ich sag mal, Halt haben. Es gibt natürlich noch die menschlichen Naturgesetze, sprich, wie jetzt beispielsweise bei dem Film Planet der Affen der Fall ist, die Affen. Ja, übrigens, Planet der Affen Trilogie, die beste Geiler Trilogie, Film, meiner Meinung nach, die es überhaupt gibt. Unbedingt anschauen. Das ist so ein wahnsinnig guter Film, also gute Trilogie. Und dort existieren die Affen in Frieden und Harmonie. Und die haben nur ein Gesetz. Affe tötet nicht Affe. Sprich, um das auf unser Menschsein umzumünzen, tun keinem etwas an, was du nicht selber angetan haben oder bekommen möchtest. Das ist ganz einfach das Gesetz. Und da, wo du jetzt gerade gesagt hast, die Menschen, die die anderen unten halten wollen, sprich die da oben, ja, jetzt wären wir wieder bei hier, Verschwörertalk, wie auch immer, das sind ja genauso Menschen. Das sind ja genauso unterentwickelte Menschen. Und die menschengemachten Gesetze, die wir jetzt haben, wenn du jetzt hier, wir haben tausende Gesetzbücher hier in Deutschland, ja, du darfst gefühlt gar nichts, was Spaß macht. So. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Und genau, und diese Gesetze sind eben von diesen Menschen gemacht, die selber Unzulänglichkeiten haben und eben diese Machtausübung im Außen brauchen, damit sie sich wieder oben fühlen. Es ist im Grunde genommen dieselbe Allegorie wie jemand auf der Couch, der mitten im Leben und weiß nicht, Berlin und Köln 5098 guckt. Verstehst du den Punkt? Ja. Wobei ich sagen würde, als Herrscher geht es manchmal nicht nur ums Ego, sondern auch manchmal einfach, man möchte die Menge kontrollieren, um einfach ein mächtiges Königreich zu sein. Also gehen wir nochmal eine Zeit zurück. Welches Königreich ist mächtiger? Das, wo jeder einfach das macht, was er möchte, so mäßig, und sich frei entfaltet in sein ideales Ich. Oder da, wo ich die breite Masse in einen einzigen Klumpen verwandle, der auf ein Ziel hinarbeitet, nämlich das Ziel, was ich mir ausdenke. Also man ist es quasi ein Benutzen. Man benutzt andere Leute für seine eigenen Visionen.
So könnte man es vielleicht nennen, auf eine effiziente Weise. Und heutzutage in Deutschland könnte man vielleicht sagen, so ist es nicht mehr. Aber man ist vielleicht so ein bisschen am Hinterherrennen, weil die Menschheit, wenn man sie einfach freilassen würde, die ist mittlerweile, also ist nicht in der Lage, also wäre Chaos ein bisschen. Leute können mittlerweile nicht komplett eigenverantwortlich alles handeln. Nehmen wir jetzt mal an, man legalisiert alles. Es würde auf jeden Fall Kriminalität außer Rand und Band. Also es würde alles halt durcheinander kommen, aber es liegt nicht unbedingt daran, dass jetzt jemand das Ego zwingend sich aufbauen möchte und vielleicht auch nicht mehr unbedingt, dass man eine Kontrolle über die Bevölkerung möchte, um eine krasse Nation zu sein, so wie das früher eigentlich immer der Fall war, sondern einfach nur, man muss diese Kontrolle ausüben und den Pöbel, also den, was heißt, die Leute halt in der Kontrolle halten, um die Leute vor sich selber zu schützen teilweise mittlerweile. Und der Weg reversibel könnte auch sein, vielleicht das auch, was wir jetzt gesagt haben, dass diese Sachen auch wieder präsenter werden, was auch gerade passiert in meinen Augen. Spiritualität, Stoizismus, die Sachen werden präsenter und vielleicht entwickelt sich das auch nochmal zu einem anderen Kaliber dann. Was wolltest du nochmal dazu sagen? Auf welchen Punkt ich hinaus wollte, ist, dass du jetzt keinen spirituellen Lehrmeister oder einen Mönch finden wirst in der Politik, weil er gar nicht diese Kontrolle ausüben will. Ich zum Beispiel, ich will keine Kontrolle über Menschen ausüben. Natürlich will ich Menschen gewissermaßen positiv manipulieren, indem ich bei denen versuche, diesen Funken erstmal anzumachen und aus diesem Funken irgendwann einen Waldbrand zu erzeugen, dass sie dann Selbstläufer sind und einfach das Beste aus sich machen. Aber ich würde niemals per Definition wollen, dass ich jemanden kontrolliere. Ja? Und deswegen auch hier bisschen Polit-Talk, ja, Aristokratie beispielsweise, was damals gab, das von Herrscherkaste an Herrscherkaste übergeben wurde, der König hat einen Prinzen das Königreich übergeben, ist deutlich, was Wohlstand und Glückseligkeit angeht und den Zustand des Landes, deutlich effizienter in meinen Augen, weil der König will natürlich seinem Sohn, seinen Nachkömmling, das Land im bestmöglichen Zustand mit bestmöglichen Konditionen übergeben. Und so weiter und so fort. Verantwortung heute, hatte der König dann noch. Ja. Und wenn du heute in die Politik guckst, sagen wir mal, morgen sind wir hier im Bundestag. Wir versuchen spirituelle Lehren, wir versuchen Stoizismus, wir versuchen Glückseligkeit an den Mann zu bringen. So, dann sind wir im EU-Parlament, wo ungefähr doppelt so viele Lobbyisten sind wie tatsächlich Abgeordnete. Und dann sagt Coca-Cola und Nintendo, Leute, so geht's aber nicht. Ne? Also wenn die Leute glücklich sind, ja, da ist Chaos angesagt. Wenn die Leute glücklich sind, dann kaufen sie weniger Videogames und dann konsumieren sie weniger Zucker und konsumieren weniger Alkohol. So geht's nicht. Also hier Geld macht ein bisschen Werbung für uns. Jetzt haben wir die Wahl. Wir haben 4 Jahre Legislaturperiode. Entweder wir lassen uns die Mäuler stopfen in den 4 Jahren, dass wir dann ausgesorgt haben, oder wir bestreiten weiter in diesen Weg und riskieren eine mediale Rufmordkampagne gegen uns, weil er wird irgendein Sexvideo von dir oder von mir geleakt oder irgendein Nude, wie es jetzt bei Sinan D der Fall war, ja. Und dann wirst du hingerichtet. So, dann wirst du hingerichtet. Verstehst du? Also du hast eigentlich gar keine Wahl. Und jetzt zu dem Thema, wo du gesagt hast, wenn es diese Gesetze gar nicht mehr gibt. Ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal, dass der Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und aufhört zu versuchen, in jede Handlung, die Menschen ausüben, mit Gesetzen einzugreifen. Weil selbst wenn es so eine Anarchie gäbe und dann würden hier, und es wäre alles erlaubt, und jetzt nach deinem Denken würden da 5, 6 Kriminelle in meiner Gegend rumwüten. Meinst du, ich würde da tatenlos rumsitzen? Ich würde direkt hier ein paar Sachen mit einpacken und denen mal einen Besuch abstatten wollen mit meinen Jungen. Das heißt, die Ordnung würde sich irgendwie wieder herstellen, wenn es jetzt, aber das ist, wie gesagt, das sind Gedanken. Das ist die große Frage, oder ob es oder ob sich das Machtverhältnis nur in einzelner Gruppe, ob jetzt zum Beispiel die Hells Angels jetzt sagen, okay, wir kontrollieren jetzt die Stadt mäßig und fertig dann auch so. Das heißt ja nicht, dass die Guten gewinnen, sondern es kann auch sein, dass die Macht, die Leute, die Kontrolle über die Leute bewahren oder bewahren wollen, sich einfach nur verlagert auf eine andere Partei. Kann man nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall richtig, ja. Also vielleicht also ist es sogar die Kernaufgaben, wie es jetzt beispielsweise auch in Dubai der Fall ist, ja. Ich meine, klar, ein paar Gesetze gibt es natürlich schon, die jetzt konträr zu denen in Deutschland sind, wo die Deutschen sagen würden, boah, das schränkt ja übel meine Freiheit ein, wenn ich jetzt nicht hier besoffen durch die Gegend gurken kann, ja. Kann man natürlich so sehen, aber der Staat, warum ist der Staat so wohlhabend? Weil die Steuerlast so gering ist. Warum ist die Steuerlast so gering? Weil es weniger
staatliche Machtorgane braucht, um das Gefüge aufrechtzuerhalten. Warum braucht es weniger Staatsorgane? Weil die Menschen wohlhabender sind und mehr von ihrem Geld haben und dadurch können sie sich mehr leisten, können sie sich mehr erlauben, mehr erfüllen, als in Deutschland, wo du gefühlt bis Ende September für den Staat arbeitest, wenn du die gesamte Steuerlast berechnest. Ja. Es ist auf jeden Fall so. Könnte man so sehen. Könnte man so sehen, genau. Ja, ich würde sagen, bei Politik, genau, machen wir ab und zu mal so einen Schwenker, aber genau, da kann sich jeder auf jeden Fall ein eigenes Bild machen. Ich fand auf jeden Fall die Punkte mega von dir. Das hat mir selber auch nochmal ein paar Sachen gegeben jetzt. Ich kann sie gerade nicht mal wiedergeben tatsächlich. Es war das davor, also nicht das, was du jetzt als letztes über Dubai gesagt hast, sondern das, was du davor gesagt hast. Kannst du es nochmal kurz wiedergeben? Ja, mit der Aristokratie und... Mit der Verantwortung, ja, genau. Die abgegeben wird und vor allem auch das, genau, das mit Coca-Cola, mit den Großkonzernen. Es ist halt einfach durch die mangelnde Verantwortung, die halt herrscht, geht es manchmal auch nur um Schmerzvermeidung oder auch um ein bisschen, ich kann mir vorstellen, die meisten, die in die Politik gehen, sind vielleicht gute Menschen, die auch mit Überzeugungen da reingehen und Sachen, sie wollen was verändern und dann werden sie im System erstickt. So, dann bist du unter dem Druck, ich finde, man sieht es den Leuten auch an, die altern da schon ganz gut immer in der Zeit so. Das wird seine Gründe haben auf jeden Fall, genau. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Die Lösung könnte man natürlich jetzt noch einmal zusammenfassen, aber es ist halt die große Frage. Ich denke halt... Ja, wir sind jetzt hier nicht, um die Weltprobleme zu lösen. Nö, genau. Man kann einfach sagen, Menschen zu motivieren, genau. Es lohnt sich auf jeden Fall für jeden, seinen Geist zu befreien, mentale Klarheit zu erlangen, seine Vision zu verfolgen, nicht unglücklich zu sein, um in diese Konsum zu treten. Vielleicht ist das auch der Schlüssel zu dem Ganzen, denn wenn jetzt keiner mehr Coca-Cola trinkt, nicht weil die Politik das ändert, sondern weil die Menschen selber ein bisschen sich davon lösen können, dann wird auch verlieren diese Firmen auch an Macht. Und dementsprechend wird dann auch weniger Macht ausgeübt. Ja, das war auf jeden Fall heute zum ersten hermetischen Gesetz. Es folgen noch 6 andere, oder was? 6 andere. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, wir haben ja so ein, also es hat ja so ein Riesen. Also dieses erste hat schon so einen Einschlag auf das Leben, wenn man das drin hat. Ja. Wenn man jetzt noch die anderen 6 kennt, also seid auf jeden Fall gespannt für die nächsten Folgen. So mächtige Waffen, die ihr immer und überall anwenden könnt. Und ihr müsst da gar nicht mehr warten. Ihr könnt sie von hier auf jetzt direkt umsetzen. Das ist das Schöne an allem. Es gilt bereits oder es ist alles in euch drinne. Man muss wirklich diese Glaubenssätze, dass es nicht funktioniert, nur ablegen. Und wie man das macht, haben wir ja schon ausführlich besprochen. Das heißt, man kann direkt loslegen, man braucht nichts dafür. Und dementsprechend würde ich auch sagen... Danke für die heutige Folge, Juri. Ich danke dir. Wir haben alles mit drinne gehabt. Brisantes, spirituelles, rationales. Politik, Sex, Spiritualität. Genau, ein bisschen Politik muss man auch mal reinstreuseln. Die heilige Dreifaltigkeit der Krise, ja. Prise Blasphemie ist noch reingebracht. aber dafür liebt ihr uns ja bestimmt auch. oder auch nicht. Aber ihr habt bis zum Ende gehört. Dementsprechend scheint es ja nicht so schlimm gewesen zu sein. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Podcast. Bleibt gesund. Sayonara. Bleibt gesund. Ma salama und ciao.